Herzlich willkommen zurück, meine lieben Drachlinge, zu einem neuen Part von Dragon Age Origins. Ja, im letzten Part haben wir dem guten Stan hier sein Schwert wiedergegeben. Obwohl, nee, noch nicht. Upsi. Stan, sorry. Ich hab's dir eigentlich noch gar nicht gegeben. Wir haben es jetzt geholt, weil Mosen ist. Wo ist das? Wo ist da Stans Schwert? Da, auf jeden Fall besser. Das ist ja deins. Zack. Wie sieht's aus? Na, mal gucken, wie es aussieht. Ja. Mit Licht drauf scheint. Ja, schick. Ja. Sieht schön aus. Wir haben es im letzten Part ihm geholt und ja. Es war halt bei dem Zwerg drin. Es war halt so eine kleine Rätselei. Wurden erst als erstes von diesem Plünderer zu einem Händler geschickt, zu einem Elfenhändler, der bei den Zwergen ist, und dann Menschenhändler, und dann sind wir von dem Menschenhändler hier zu dem Zwerg Dwin geleitet worden. Dwin ist der Zwerg, der uns in Redcliffe geholfen hatte, und er hat uns halt freiwillig seinen Schlüssel für seine Truhe gegeben. Und ich dachte mir schon, er wird uns angreifen, aber hat er nicht getan. Gut, und dann sind wir halt, nachdem wir das dann geholt haben, sind wir wieder zurück ins Lager und ja. Da hat Stan gesagt, dass er halt stolz ist dann auf uns und da und ja. Jetzt haben wir bei ihm schon plus 48. Gut. Was mit dir, Schatzi? Ich kenne diesen Blick. Ihr habt doch etwas im Sinn, oder nicht? Wir müssen reden. Natürlich. Da können wir damit nochmal reden. Über Spione gibt es viele Gerüchte, ob nun aus Orlais oder sonst woher. Worauf genau bezieht ihr euch dabei? Dass die weiblichen die Kunst der Verführung einsetzen? Ah, ich ahne, worauf ihr hinaus wollt. Ganz ehrlich, es stimmt. Warum auch nicht? Gewalt ist nicht die einzige Lösung. Viele reagieren auf Leute, von denen sie sich verstanden fühlen. Sie suchen Bestätigung, Freundschaft, bisweilen Liebe. Das kann man ausnutzen. Es hat sicher niemanden gestört, wenn ich ihn ausgenutzt habe. Es hat sich niemand beschwert. Das heißt, doch. Aber erst später, als sie es herausgefunden haben. Niemals währenddessen. Jeder kann durch seine Traumfrau verführt werden. Ich muss nur herausfinden, wie sie ist und mich dementsprechend geben. Wer das beherrscht, dem kann niemand widerstehen. Ich würde sagen, ach, egal. Ich scheine euch doch zu widerstehen. Das sagen sie alle. Wir werden es wohl nie erfahren, was? Denn ich werde euch bestimmt nicht herausfordern. Und wenn ich stattdessen meinen Charme bei euch spielen lasse? Das wäre ja mal was. Er glaubt, er kann mich bezaubern. Was? Findet ihr mich nicht attraktiv? Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, das wäre ja mal was, oder nicht? Ihr seid durchaus interessant. Manchmal werde ich nicht schlau aus euch, aber das gefällt mir. Kommt, es wird schon spät und es gibt noch viel zu tun. Okay, Lelly. Wie sagt sie? Ja, es ist halt noch ein bisschen so Friendzone-mäßig bei ihr. Welches Wagen? Na komm, ist egal. So, schauen wir mal weiter. Wie viel Platz haben wir im Inventar? Noch nicht so viel. Gut. Was sind die nächsten Quests?
Das ist später bei ihr. Lass mal was shoppen, da kriegen wir ja jetzt was von dem Typi. Letzter Gassen, dann müssen wir zu der einen Kantorin hingehen. Ja, gut, was machen wir denn heute? Bei den Gipfel da oben. Achso, es ist noch hier. Der Truhe, ja. Gut, das ist jetzt auch nicht mehr so viel. Das sind Dinger, wo wir später hinkommen. Da müssen wir gerufen werden. Ja, also sollen wir jetzt schon zu den Zwergen hingehen? Ich weiß es noch nicht. Gut. Aber wie viel ist denn jetzt bei Liliana eigentlich? Ja, Spaß mal hin. Immer noch freundlich. Vielleicht kriegen wir jetzt hin, dass es halt anders ist. Dann, ja. Ellie? Ja. Bloody? In der Tat. Und wen? Ja. Na, ja. Kommt mit, ihr drei. Schön. Jetzt muss ich erstmal euch aufsteigen lassen. Wir sind gerade noch bei Redcliffe. Können wir eigentlich hingehen? Zum Schmied können wir eigentlich hingehen. Seine Quest müssten wir eigentlich auch noch haben. Glaube ich. Ja, ich glaube, die Quest von ihm haben wir noch. Halt, da. Da sind sie noch. Alle dürfen jetzt aufsteigen. Aha. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Alle dürfen jetzt aufsteigen. Moment, machen wir erstmal von vorne. Tyson. Mal wird ihr mehr Ausdauer rein. Zack, fertig. So, nächste. Zephyrin. Ja. Bam, bam, bam. Weiter. Das hier. Morgan. Ach, Morgan, was ist los? Wie geht das? Bei ihr und... Ja. Schlaffokus. Alistair, wir müssen jetzt alle aufsteigen. Das ist doch ein Scherz. Für die Ausdauer noch ein bisschen da hoch. Und hier das dann bei ihm. Und dann machen wir folgendes. Mein Schwertenschild. Wie viel braucht er? 26 Geschick. Geschicklichkeit. Braucht er. Da könnten wir das letzte machen. Schildbeherrschung. Solange er es noch nicht hat, müssen wir das anderes machen. Und zwar... Nur das hier mit der mentalen Festung dann hat. Gute Alistair. Aber nicht, dass es jetzt, warte mal. Alistair, warte mal. Ellie? Nicht, dass du jetzt diese mentale... Okay, gut, er setzt das nicht ein, das ist sehr gut. Alistair, Liliana. Eins, zwei. So, wir müssen das ja auch weiter machen. Welche nutzen? Ja, machen wir das.
Ach, ist das so schön. Erstmal hier die ganzen aufsteigen lassen. Moment, mal schauen. Da. Mehr Mana. Ja, wäre, glaube ich, besser, mehr Mana zu haben. Moment. Besser, also das ist noch gar nicht voll. Keine Meisterschaft auf jeden Fall. Okay. Und haben wir schon noch Stan und Shale. Stanley und Shale, so. Bitteschön. So, das. Das hier. Die gute Shale. Ja. So. Sagen, wir haben das jetzt alles gemacht. In der Tat. Oh ne, Moment. Bei allen. Ja. In der Tat. Ja. Kommt mit. Dann gehen wir ins Dorf. Entschuldigung. Dann gehen wir erstmal zu dem Schmied. Schauen wir mal weiter. Wenn wir noch irgendwas machen können. Okay. Ihr müsst jetzt nicht ausrasten. Hier ist niemand, der euch angreift, also. Kommt ja schon mit, ja. Speichern. Wir wissen nicht, was uns noch erwartet. Nehmen wir runter. Denn wir waren ja noch nicht beim Schmied gewesen. Wir haben ja seiner Tochter gesagt, sie sollte nach Hause gehen, aber beim Schmied waren wir selbst noch nicht. Er war ja hier gewesen, ja, genau. Ja. Hi. Meine Valena ist zurück. Sie hat mir von eurer waghalsigen Rettungsaktion erzählt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Nehmt das. Als Belohnung für eure Tat. Es ist eine Zwergenanfertigung und dürfte euch nützlich sein. Danke, ich hab gern geholfen. Nochmals danke. Ich stehe auf ewig in eurer Schuld. Was haben wir denn bekommen? Waffe? Okay, und irgendeine Rüstung. Abgeschirmte Zwergenrüstung. Plus 1 Konstitution und Zauberresistenz. Sieht hier denn aus? Nee. Ich spare auf die alte Elfenrüstung, die ist eher für mich. Das hier, keine Ahnung, können wir irgendjemanden geben oder verkaufen. Na, Valena? Danke, Herr. Ohne eure Hilfe hätte ich nie zu meinem Vater zurückkehren können. Ja, bitte, gern geschehen. Können wir euch noch beklauen? Loten? Nein? Okay, tschüss. So. Wir haben hier ein paar Sachen. Okay. Wollte uns
Birne. Die Sachen hier mitnehmen, ich weiß es nicht. Wäre, glaube ich, schlau, die ganzen Sachen hier alle mitzunehmen. Ja, mach mir einfach, komm. Ja, hier müssen wir das Zeugs an. Was ist mit dir? Und nach all dem Schweiß, dem Blut und den Qualen war ihr Werk vollendet. Und die Welt bestaunte ihre Schöpfung. Was war das jetzt? Nein! Na! Ah. Ist was egal. Jetzt habe ich aus Versehen die Fleischstammkarte abgegeben. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Ich bin erfreut. Gott geschmiert. Ja, komm, ist egal. Ich nehme jetzt halt alles an. Fertig. Ah, ich reg mich gerade so auf, dass ich das jetzt hier alles. Wir fallen aus. Ne, bei 5 vermummten Kohle. Willst du mich jetzt verarschen? Die ganzen Kuriere will ich jetzt nicht ablaufen. Nein. Der Erbauer segne euch, Wächter. Ja, okay. Gut. Naja. Gut, dann habe ich außerdem jetzt die Gallen abgegeben, aber ich habe jetzt ein bisschen Geld dazu bekommen. 73 ist ja nicht schlecht. Ja. Mal gucken, was wir jetzt noch hier rausmachen können aus dem Spiel. So. Erstmal jetzt hier hochlaufen wieder. Zack, 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 zack. Haben wir jetzt hier oben? Ja, noch nicht ganz. Wir müssen noch eins höher. Mal schauen, was wir jetzt machen. Aber erst im nächsten Part.